Steuerpflicht für Rentner fällt im Jahr 2023 weg. 195.000 Rentner müssen keine Einkommensteuern zahlen. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Gibt auch mal gute Nachrichten. 195.000 Rentnerinnen und Rentner werden im Jahr 2023 keine Einkommensteuern mehr auf ihre Renten zahlen. Das ergibt sich aus einer Anfrage beim Bundesfinanzministerium und dort hat man diese Zahlen herausgegeben, sodass man davon ausgehen kann, dass das hier erstmal eine Schätzung ist. Die genauen Zahlen kommen meistens erst viel, viel Jahre später, ja, wenn wir dann genau wissen, wie hoch die totale Zahl der Einkommensteuererklärungen waren und dann den Vergleich zwischen 2022 und 2023 haben. Aber die Schätzungen liegen ungefähr bei knapp 195.000 Menschen, die als Rentner im Jahr 2023 keine Einkommensteuer mehr zahlen müssen. Der Grund ist relativ einfach. Der liegt einfach an der Erhöhung des Grundfreibetrages. Zum 1. Januar hat der sich ja nochmal deutlich erhöht auf über 10.600 Euro oder 10.900 Euro, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber er ist auf jeden Fall gegenüber 2022 nochmal gestiegen. Ja, im gleichen Atemzug sagt aber das Bundesfinanzministerium auch, dass ungefähr 85.000 Menschen neu in die Steuerpflicht reinkommen werden, und zwar im Jahr 2023. Das hängt dann mit der prognostizierten Rentenerhöhung zum 1.7.2023 zusammen. Also der Bundesfinanzminister wird offensichtlich nicht direkt von Armut betroffen sein. Das heißt also, die Steuerquelle der Rentner mit ca. 5,6 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die Einkommensteuer auf ihre Altersbezüge zahlen, wird nicht versiegen. Da muss also der Herr Lindner von der FDP keine Angst haben. Näheres zu diesem Thema finden wir auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.